die einfach Spass am Fotografieren haben, ist JPEG wirklich eine gute Option. Yeah. Und man muss ein besserer Fotograf auch werden. Das ist so ein bisschen eine Challenge, wie mache ich ein gutes Bild innerhalb des JPEG-File. Dass man nicht die das ist die Krücke, die man braucht, wegen dem RAW. Die ich manchmal auch zurückkriege, weil ich weiss, ich kann es noch retten oder ich kann noch, man hat noch Optionen. Ich glaube, du musst fast ein besserer Fotograf sein, wenn man ein JPEG-Fotograf ist. Du hast weniger Reserven, die du schlussendlich kannst vorholen kannst, um dir das Bild zu retten. Ja. Also, wenn man eigentlich ein Purist ist, JPEG. Dann ist eigentlich JPEG die Version vorwärts. Weil es muss sitzen. Ja. Ohne etwas können machen. Also, gleichwohl hat er die Möglichkeit, bei einem JPEG noch ein bisschen an der Helligkeit und am Kontrast und an der Sättigung der Farbe zu arbeiten. Aber irgendwann hört es auf. Man hat gerade bei den Highlights, glaube ich. Genau. Ja. Also im Weiss, in den hellen Bereichen, in den Bildern, die wirklich schon am Rand sind, für ins Weiss rüberzugehen, hat man beim DNG eine grosse Reserve mehr, wo beim JPEG halt einfach fix auf dem Bild gespeichert ist und fertig ist. Dann frage ich mal, was machst du überhaupt? Ich habe noch nicht gefragt. JPEG oder schlussendlich oder? JPEG. Ah, nein? Ja. Für mich privat reicht mir das JPEG immer. Ich kann nicht das letzte Mal sagen, wo ich nur JPEG aus Versehen ist es gsi, wo ich dann verschrocken bin, weil es RAW nicht da war. Ich habe fast einen Herzinfarkt überholt. Also, okay, krass, okay, das ist dann super. Ich meine, es sollte ja so funktionieren. Ja. Mir wäre die Frage, ein 60 Megapixel JPEG, ist es besser als ein 12 Megapixel RAW-File? Puh. Du hast Reserve in der Auflösung zum Croppen, ja. Aber auch die Technology, ich glaube, wenn wir jetzt vor 10 Jahren schauen, die Bilder, die im RAW rausgekommen sind und jetzt die Bilder, die als JPEG sind ja viel schrittweise viel grösser. Also, und die Bilder, die jetzt 24 Megapixel Bilder von der M240 kann ich für alles buchen, für alle Ausstellungen. Dann muss der RAW-File von 60 Megapixel, der JPEG-Bild von 60 Megapixel gerade so gut sein, oder? Ich denke, rein von den Vergrößerungsmöglichkeiten, was du hast, besser. Aber ich denke, auch ein 10-jähriges DNG hat nach wie vor mehr Informationen an Farbabstufungen und Kontrastumfang als ein heutiges JPEG. Aber sieht der Look auch anders aus? You know, eigentlich nicht. Es ist ja es hat mit den Objektiven zu tun, es hat mit dem Sensor zu tun. Aber irgendwie. Der Look von einem JPEG, der in der Kamera vom Bildprozessor entwickelt wird. Ist ja besser. Ist beim JPEG anders als beim DNG. Ob es besser ist, musst du herausfinden. Es ist weniger flach. Es ist Wenn man es nicht muss bearbeiten muss, ist es besser. Genau. Weil das andere ist flach. Es ist, muss man etwas machen. Aber ob es besser ist nebeneinander, das muss man vielleicht selber testen. Ja. Und ihr könnt uns dann sagen, was für euch am besten ist. Entweder machen den Test und sagen sie so, oder ihr habt das schon die Tests gemacht und könnt uns davon erzählen. Ja. Ich mache dann auch den Test, dass ich habe auf einen Auftrag nur JPEG. Das kann ich fast nicht sagen. Aber könnt ihr mal als so einen Test machen? Ja, oder heute auf dem Heimweg, wenn die irgendwie Kamera. Nein, es muss schon echt sein. Es muss schon ein Auftrag sein. Okay. Der Stressfaktor muss dort sein. Es muss sitzen. Dominik halt. Der Fakt, dass du das JPEG, es gibt kein Anzeigegerät, ob Fernseher, PC, Tablet, Handy, wo dein JPEG nicht anzeigen kann. Ein DNG kannst du nie einfach gerade anschauen. Mhm. Du brauchst die Software. Ja, das ist klar. Ich mache eigentlich nicht so viele Einstellungen mit meinen Kameras. Ich schaue wirklich einfach, dass das Format richtig ist und dass DNG wirklich auch eingestellt ist. Mhm. Das Coole mit der M11 ist, dass ich jetzt DNG einstellen kann für SD-Karten und JPEGs einstellen für intern. Das ist dann das Backup. Das ist das Backup, genau, was irgendetwas passiert. Ja. Wir können hier einerseits per Touchscreen sagen, wir wollen DNG, DNG und JPEG oder nur JPEG. Mhm. In deinem Fall wäre das jetzt DNG und JPEG. Ja. Und da wir jetzt hier auch einen internen Speicher noch drin haben, können wir hier in den Speicheroptionen sagen, wir wollen das DNG auf die Speicherkarte und das JPEG auf den internen Speicher. Mhm.
Ja, genau. Das ist so, wie ich sage. Und wer hat jetzt gewonnen? RAW? Oder muss JPEG? Muss es einen Gewinner geben? Ja, man sucht ja immer, was ist das Beste, wenn ich sage, ja, man muss es anpassen. Aber mein Ziel... Wer ist der Gewinner? RAW oder JPEG? Von Unterhaltung ist in dem Sinne noch ein bisschen, den Leuten zu zeigen, hey, ihr müsst nicht für perfekte, super, hochqualitative Bilder zu schiessen, auf DNG, nur auf DNG fotografieren, sondern ihr könnt, wenn ihr die Kameraeinstellungen richtig im Griff habt, mit JPEGs ohne grossen Aufwand perfekte Bilder schiessen, die direkt sauber aus der Kamera rauskommen.